Willkommen bei Sägebob. Ich möchte heute einige Schilder aus Holz herstellen und da habe ich mir gedacht, ich zeige euch mal, wie einfach man das machen kann. Und das Einzige, was ihr benötigt, ist eine Kettensäge eurer Wahl. Die Antriebsart spielt also keine Rolle, wobei ihr auch eine Bügelsäge verwenden könnt. Funktioniert ebenfalls. Was benötige ich als Material? Lediglich einen dickeren Baumstamm und zwei kleinere Stämme. Zuerst säge ich das Holz für das eigentliche Schild. Da habe ich mich jetzt hier für den Baumstamm entschieden und da säge ich mir jetzt eine Scheibe ab mit einer Dicke von ungefähr 5 cm. Im Idealfall habt ihr einen Stamm gewählt, deren Durchmesser etwas kleiner ist als die Schwertlänge eurer Kettensäge. Hier in meinem Fall habe ich jetzt ein etwas kürzeres Schwert drauf, das macht aber nichts, da passe ich jetzt ein bisschen auf, damit ich hier keine Stufe drin habe. Die Scheibe ist gesägt, jetzt geht es noch an die Stützen. Einen passenden kleinen Stamm bzw. eine Stütze habe ich auch gefunden. Jetzt mache ich aber eins, ich drehe den Stamm erstmal um, sodass der größere Durchmesser jetzt nach oben zeigt und dann schraube ich den Stamm fest. Und warum habe ich jetzt hier den Stamm angeschraubt? Das ist ganz einfach. Ich will den unteren Teil, der jetzt so oben ist, mit der Kettensäge noch anspitzen, damit ich den dann besser nachher mit dem Vorschlaghammer in die Erde hauen kann. Die Stütze ist jetzt angespitzt, jetzt kann ich sie abschrauben, in die Erde hauen und dann kann schon das Schild angeschraubt werden. So, jetzt suche ich mir die Mitte und bohre drei Löcher. So, das Schild wäre jetzt vom Grundaufbau fertig. Wer möchte, kann natürlich auch die Rinde hier entfernen und alles dann nochmal schleifen. Jeder so, wie er es mag. Ich könnte jetzt hier einen weißen Hintergrund draufmalen, was ich wahrscheinlich auch mache. Und dann beispielsweise eine Biene draufmalen oder ich schreibe Stockrose, Malve oder Lavendel. Da ich hier gerade in so einem Beet stehe, wo die Pflanzen wachsen, würde sich vielleicht auch sehr gut machen. Aber es gibt noch eine weitere Variante, die ich euch zeigen kann, denn es muss nicht immer ein rundes Schild sein. Ihr seht, ich habe rechts neben mir einen Fichtenstamm aufgestellt, der unten nochmal angeschraubt ist. Und jetzt gehe ich mit der Kettensäge von oben nach unten und bleibe ca. 20 cm über dem Boden dann stehen. Gesehen, ihr habt zwei Möglichkeiten. Entweder ihr habt jetzt ein Brett mit Rundung durch die natürliche Form des Stammes oder komplett dann mit zwei geraden Kanten. Natürlich sind die jetzt nicht so exakt gerade wie Bauholz,
Aber darum geht es ja hier nicht. Die Schiller stehen ja nachher im Garten. Und wenn ihr mal sowas selber macht, seid stets vorsichtig, schraubt den Stamm an, verwendet Schutzkleidung und lasst euch dabei Zeit. Das kann eine ganze Weile dauern, gerade wenn die Kettensägen dann weniger Leistung haben. Die Echo hier jetzt, die Kettensäge, hat ca. 3,5 PS und verwendet stets eine scharfe Kette. Und es kann mitunter auch nötig sein, wenn er mehrere Bretter schneidet, dass er ab und zu mal nachschärfen müsst. So, hier ist jetzt die zweite Variante, die ich ebenfalls an so eine Stütze angeschraubt habe. Und so einfach kann es gehen. Man kann, wie gesagt, immer noch sauberer arbeiten. Hier geht es bloß um die Grundidee. Wer möchte, kann auch hier Löcher reinbohren, dann Ösen dran, dann kann man die so an Seilen aufhängen, die Schiller. Also der Kreativität sind da keine Grenzen gesetzt. Und zu den Baumaterialien sei noch gesagt, ihr könnt sowas auch aus alten Brettern machen und ihr müsst hier nicht unbedingt kleinere Stämme als Stütze benutzen, sondern ihr könnt da auch alte Balken verwenden oder das, was ihr gerade da habt. So, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.